Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eins dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Hey ho, bin weg. Hey Clay, ich bin noch nicht mehr allzu lange da. Oh, danke, dass du wieder reingeschaut hast. Mein World Intruder, wie geht's dir? Oh, was will ich sagen? Was sagst du? Bei mir hat gerade einer reingeschrieben. World Intruder heißt der. Ah, okay. Kennst du den? Ich hab nur Clay, also ich kenn Clay, aber den anderen. Mein Chat hängt sich auf, ja moin. Ach, so soll er noch 2 Minuten. Muss ich hier hin oder nicht? Da komm, die Spinne, komm hier hin und nerv mich nicht. Ja, passt, alles klar soweit. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Alter, was machen wir, Leute, komm. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jovaska und werdet ein Gefährte. Wilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Ich kann gern kurz bei dir reinschreiben, wenn du willst. Ja, dann schreib ihn mal rein. Dann haben wir Direct Link. Wollt Intruder, mehr oder weniger. Ja, es ist ein neuer Charakter, den ich jetzt komplett versuche auf Magie und Stealth auszulegen. Wenn ihr möchtet, kommt einfach zu ihm vorbei. Er spielt ein bisschen Skyrim und so. Weil ich muss den Stream erstmal finden. Ja, ich sag ja, er ist die ab. Morgen Abend bis Freitagabend werden wir Minecraft spielen. Da haben wir, glaube ich, noch 2 oder 3 Plätze. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitmachen. Ich habe reingeschrieben. Ich ab. Okay, cool. Also, Leute, er hat reingeschrieben, also noch bei mir. Also, ein Rufner, komplett mit Kappe und Schild. Das ist ja ganz nett. Im Norden, also ich bin raus. Danke für das Wort. Wie gesagt, morgen Abend Minecraft Stream mit dem neuen Update 1.14, Gott sei Dank, nach gefühlten 2 Jahren. Wohin soll's gehen? Gute Nacht. Okay. Ciao. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Uff. Immer kommt die Beste hier rüber. Na, mal schauen.
Bis jetzt ist nur Volt Intruder da. Naja, mir ist jeder gern gesehen. Na, die Tipp vom Leiter Mundo. Clay Marlox, heyo. Stehen bleiben. Ja, komm schon. Ehe ich euch nach Refton lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Also gut, nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Ja, jeder Kanal wächst mit der Zeit irgendwann. Ich rate euch, sobald ihr soweit seid. Und Clay, wie geht's? Alles klar soweit? Schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifton. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Aaron. Ich weiß. Das ist die falsche Antwort. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier groß rauskommen will. Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Dann seid ihr noch dümmer, als ihr ausseht. Ihr solltet gut auf euch aufpassen. Hey, Matthew. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es... Ja, Clay, geht schon. Eben noch ein bisschen gepennt, jetzt eigentlich relativ wach. Hat mal ein bisschen Skyrim, mein Stealth-Character. Alter, ich hab 4 Zuschauer, hatte ich noch nie in Skyrim. Haha, geil! Erstmal meine Illusionen ein bisschen pushen. Im Bestfall 2. Also das Höchste, was ich bis jetzt hatte, war wirklich mal in Titanfall kurzzeitig 22. Ja, ich bin zwar ein geborener Dunmer, wurde jedoch als Argonier großgezogen. Aus Gründen, die ich noch herausfinden muss, wurde ich zum Weisen. Dann nahm ich eine freundliche Argonia-Familie in der Schwarzmarsch auf. Ich hoffe, eines Tages herauszufinden, was genau mir zugestoßen ist. Und wie es dazu kommen konnte. Ich weiß nur, dass ich in eine Decke
mit dem Symbol des Hauses Telvanni eingewickelt war, als mein agonischer Vater mich fand. Vor langer Zeit war das eines der großen Häuser in Morrowind. Ob das nun heißt, dass ich einer von ihnen war? Wenn ihr unterwegs etwas findet, das mir die gesuchten Antworten geben könnte, wäre ich dankbar dafür. Alter, wo ist der Typ hier? Der große Preis von Abu Dhabi! Hier gibt es schönsten Schmuck und... Die Arbeit in der Fischerei von Riffon ist hart, aber sie bringt etwas Geld in meine Taschen. Ach, ich war gar nicht bestimmt, lol. Fünf Zuschauer, ich werd Fame. Mein Mann Bersi bringt mich noch ins Grab. Er sorgt sich zu sehr um Riffton und kümmert sich nicht... Willkommen im verpfändeten Pfifferling. Einprägsam, nicht wahr? In meiner Jugend war ich Fischer. Ich hatte ein wunderschönes Boot, die kräftige Krabbe. Aber man wird ja leider nicht jünger. Ich habe den Kahn schließlich verkauft und den Fischladen hier eröffnet. War früher ein Pfandhaus. Der Name gefiel mir irgendwie, da habe ich ihn beibehalten. Und so das Gold für ein neues Schild gespart. Es wäre klüger gewesen, wenn ich das Boot behalten hätte. Es war ein großer Fehler, in diese Stadt zu ziehen. Die richtige Frage wäre, was stimmt denn mit Riftron? Die Stadt ist korrupt, durch und durch. Alle sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und damit, möglichst viel Profit aus dem Leid anderer zu schlagen. Die Obrigkeit? Sagt mal, hört ihr mir eigentlich zu? In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Ja? Na dann sag mal, dass wir die richtigen Leute schmieren in Riften, ne? Riften! Seltene Schmuckstücke und die schönsten Kuriositäten aus Morrowind. Hier gibt es schönsten Schmuck und Erlebnisse. Wollt wohl sehen, wie Balimund wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt. Das Schmieden liegt mir seit Generationen. Also ich hab die Weltmeisterschaft ja schon drinne. Soll ich jetzt Wissen in einem Rennen? Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Einen auf Versuchen machen, so heiß probieren machen und meinen Wagen umbauen. Das war so von den Sachen, wo ich keine Ahnung habe, so ein bisschen aussetzen. Weil es verliert, wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Die Schmiede zu schließen würde das Vermächtnis meiner Familie entehren. Aber welche Wahl hätte ich sonst? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, schon. So. Ein bisschen knapp bei Kasse, was? Kommt vorbei. In euren Taschen herrscht gerade ein wenig Ebbe. Das kann ich sehen. Alles eine Sache der Einschätzung. Wie jemand geht, ich was er trägt, zwei Zuschauer. All das sind klare Signale. Jan Clay wahrscheinlich auch noch. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Tut mir leid. Ich habe normalerweise einen guten Richt... Kein Problem. Kommt wieder, wenn ihr eure Meinung ändern solltet. Na, weißt du was? Ich will sowieso Assassinen und endlich Vernunft angenommen habt. Seid ihr bereit, Geld zu verdienen? Ganz einfach. Wenn ihr ihn habt, legt ihn... Es gibt... Sagt mir, wenn ihr bereit seid und wir legen los. Gut, wartet bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Kauft Rüstung von Greka.
Kommt! Kommt alle her! Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an! Kommt alle her! Hier entlang! Hier herüber! Jo. Diesmal. Geduld, Branschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. Das war nur ein Missverständnis. Das war's für heute. Kommt morgen wieder, wenn ihr etwas kaufen wollt. Wollten, Cruder, habe ich vor. Eine Zeitverschwendung. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Hier, bitte, eure Bezahlung, wie versprochen. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Danke für die Äpfel, Maris. Sie sind wunderbar. Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. In Ordnung. Dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Und rettet euer Leben. Kauf und Verkauf edler Schmuckstücke. Das Gemüse ist also so los, frisch wie ein Wintermorgen. Leert eure Taschen aus. Wir wissen, dass ihr ihn habt. Was soll ich haben? Schützt euch richtig. Wovon in aller Welt sprecht ihr? Stellt euch nicht blöder, als ihr seid. Ich sagte Taschen ausleeren. Und zwar sofort. Ich sage euch, dass ich... Wartet mal. Was ist das für ein Ring? Das ist nicht meiner. Stimmt. Das gehört euch nicht. Ihr seid verhaftet, Branschei. Das ist doch verrückt. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe diesen Ring in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Wir können die Sache auf zwei Arten erledigen. Ihr begleitet mich aufrecht zur Festung oder ich schleife euren leblosen Körper dorthin. Eure Wahl. Aber ich... Nun gut... Willkommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. So hätten sie es zumindest gern. In Wahrheit sind sie bloß Gauner und Abschaum, der sich im Rattenweg herumtreibt.
Soll ich euch mitnehmen? Wohin soll's gehen? Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ihr solltet euch lieber beeilen. Hü! Ihr seid wirklich zu einer seltsamen Zeit nach Dämmerstern gekommen. Alle in der Stadt scheinen Albträume zu haben.